lange sitzen Sie schon da? Ah ja, gut, das geht ja noch, das geht ja noch. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay, ein paar Anträge. Worum geht es? Neuen Ausweis, ja. Okay, ja. Okay. Ja. Ja, das werden wir hinbekommen, ja. Ja, doch. Da bin ich mir sicher, dass wir das hinbekommen, ja klar. Ja, alles mit der Ruhe, alles mit der Ruhe. Okay. Lassen Sie mich das mal öffnen. Lassen Sie mich das mal öffnen. Und dann bekommen wir das schon hin. Machen wir Pause. Okay. Ja, pass auf, dann mache ich noch eine Person und dann. Alles klar. Ich hoffe, Sie haben nicht zu viel. Nichts geht über mein geliebtes Salami-Brot. Ja. Oh. Habe ich das überhaupt dabei? Habe ich das dabei oder habe ich mit Guacamole? Oder war es Hummus? Oder war es eine Leberwurst? Ich weiß es gar nicht mehr. Was hatte ich nochmal da drauf? Ah ja, Ihr Antrag, ja. Ja. Da war ja was. Entschuldigen Sie, ich hatte gerade mein leckeres Brot im Kopf. Oh, ein Traum, ein Traum. Ich sehe, Sie haben noch gar nicht Ihren Finger scannen lassen, oder? Ja, ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das müssen wir heute nachholen. Ja, das werden wir jetzt als Erstes machen. Aber Sie haben wahrscheinlich ein paar Dokumente für mich, oder? Ja, geben Sie mir die einmal. Vielen Dank. Ja, wir haben es schon schwer. Wir haben es schon schwer. Okay.
Naja, müssten Sie natürlich nicht, nein. Ich habe mich geschnitten. Ja, ich habe mich hier. Ich habe eine etwas trockene Haut. Blätter, wissen Sie. Beamter sein ist Mord. Also eigentlich hieß es Sport ist Mord, aber Beamter sein ist Next Level. Wissen Sie, seitdem wir einen Computer haben dürfen, da hat sich unsere Geschwindigkeit schon echt erhöht, ja. Und vor allen Dingen, ich bin auch sehr dankbar darüber, dass wir halt auch noch Windows XP nutzen können, ja. Das ist schon hochmodern bei uns. Vor allem jetzt, und jetzt kommt der Oberclou. Was haben wir bekommen? Wir bekommen jetzt einen zweiten Bildschirm. Einen zweiten Bildschirm. Alles klar. Passt sogar. Habe ich aber auch wieder gut heute gemacht. Ja, fasziniert. Okay, passen Sie auf jetzt, aber jetzt brauchen wir erstmal Ihren Fingerabdruck. Das ist wichtig. Das geht darum, dass Sie auch im Zweifelsfall identifiziert werden können, wenn irgendwas sein sollte. Auf der einen Seite, wenn Sie eventuell eine Straftat begehen sollten, das ist ja immer möglich. Auf der anderen Seite aber auch, wenn wir Sie irgendwo vielleicht mal am Straßenrand finden sollten, dass wir da wissen, das ist Person XY. Genau. Sie sehen vor sich einen Daumenscanner. Das ist der. Genau. Sobald ich das sage, bitte ich Sie einmal, Ihren Daumen dort reinzulegen und einfach eine Sekunde zu warten. Das wird ein wenig wehtun, aber ist ja nicht schlimm, oder? Ich mache natürlich nur ein kleines Späßchen, so. Sie wissen, es tut natürlich nicht weh. Nein. So, dann bitte jetzt einmal den rechten Daumen da reinlegen und einmal warten, bis ich Ihnen sage, dass Sie den wieder rausnehmen dürfen. Und sonst so. Passt schon. Viel Stress hier momentan. Das ist leider unumgänglich, aber man tut, was man kann. Ja. Sie dürfen den Daumen wieder rausnehmen. Ja.
jetzt bitte einmal den anderen Daumen bitte auch da rein. Ja, bitte. In der Zeit könnte ich schon mal... Derzeit könnte ich schon mal den Antrag kurz hier händisch mal eben, ja, auch noch richtig ausfüllen. Den Daumen bitte dran lassen. Noch. Drin lassen bitte noch. Sie haben sich bewegt. Einmal wieder rausnehmen. Wenn ich sage drin lassen, dann bitte drin lassen. Wir dürfen den Prozess jetzt mit dem Daumen normal machen. Und wieder reinpacken. So, und jetzt bitte drin lassen, ja? Also, sonst machen wir das noch ein drittes Mal. Lassen, ja. Noch, ja, ja. Ich sag Ihnen das schon. Machen Sie mal ganz in Ruhe. Ich sag Ihnen schon, wenn Sie den Daumen wieder rausnehmen dürfen. Machen Sie aber nicht so eine Hektik. Hast du eigentlich gestern das Spiel gesehen? Ja, genau. Ja, genau. Ja, Gladbach. Gegen Bochum. Genau. Das Freistoßtor war super, oder? Ja, das war stark. Das war echt stark. Da war ich auch echt baff. Und dann habe ich hinterher noch gedacht, oh, machen die das 2-2 noch? Ja, ja. Da war ich auch so, oh, warte mal, was ist jetzt los? Also, ne? Das wäre ja typisch gewesen, weil häufig verlieren die Clubs ja, die gegen Bayern gewonnen haben, danach ja wieder, ja, ja. Drin lassen. Aber ja. Ja, ich habe abends Football natürlich geguckt, ja, ja, klar, genau. Du kennst mich ja. Okay. Sie dürfen Ihren Daumen rausnehmen, bitte. Alles klar. Gib mir noch 5 Minuten, dann bin ich da. Okay. Hab ich noch irgendwas? Ja, genau. Jetzt muss ich natürlich Ihre Daten erfassen. Genau. Den alten Perso, den haben Sie. Ja, den können Sie mir einmal geben. Okay, Dankeschön. Ja, okay, dann brauche ich einmal noch die Rückversicherung. Hat sich da irgendwas verändert? Irgendetwas? Größe? Vielleicht? Möglich ist ja alles. Okay. Der Name, der Nachname, der bleibt. Okay.
Ja, natürlich kann er sich ändern. Jetzt überlegen Sie mal ganz logisch. Wie könnte sich der Name wohl ändern? Exakt. Hochzeit ist da natürlich der gängigste Bereich. Das ist so am häufigsten. Es gibt aber auch Leute, die haben sich natürlich den Vornamen ändern lassen. Das geht ja auch theoretisch gegen ein gewisses Aufgeld. Und es ist natürlich auch so, dass sie ja, wie beschreibe ich das? Sie können sich auch adoptieren lassen. Sie können sich auch adoptieren lassen. Und dann, ja, geht das auch. Ich habe hier einen ganzen Ordner. Das hier sind die Adoptionsfälle der letzten Woche. Habe ich hier noch einen rumliegen? Ne, habe ich jetzt nicht hier rumliegen. Den darf ich Ihnen auch aus urheberrechtlichen Gründen nicht zeigen, aber. Also keine Namensänderung. Haben Sie ein Bild? Sie haben kein Bild. Sie wissen aber, dass Sie ein... Sie brauchen doch ein Bild. Das verkompliziert die Sache. Das ist nicht gerade optimal. Denn so kann ich Ihren neuen Perso nicht beantragen. So kann ich den neuen Perso nicht beantragen. Was Sie dagegen tun könnten, wäre beim nächsten Mal vielleicht mal vorher schauen, was Sie denn benötigen. Das wäre grundsätzlich ganz hilfreich. Aber nun gut, Emma, ist unser Fotograf noch da? Ist noch da? Sie haben so ein Glück. Okay, danke dir. Passen Sie auf, wir haben intern hier einen Fotografen. Der bietet Ihnen den Service an, Sie zu fotografieren. Sie geben dieser Person diesen Chip. Ja, Sie sehen den Chip. Sie geben ihm diesen Chip. Sie geben ihm danach den verlangten Preis. Und dafür bekomme ich dann die Bilder, die Sie ausgehändigt bekommen. Genau, nehmen Sie den. Okay. Dann kann ich nämlich in der Zeit jetzt nicht weitermachen. Was auch ganz gut ist, dann kann ich jetzt mal schön mein Brot essen. Ich komme nicht drauf, was es ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Genau, lassen Sie sich da fotografieren. Die Person wird Ihnen zeigen, wie es geht, was Sie machen müssen und alles. Machen Sie es anständig. Lassen Sie sich Zeit, ich habe eine halbe Stunde Pause und dann kommen Sie einfach durch den Weg, wo Sie jetzt rausgehen, wieder rein. Und im Zweifelsfall müssen Sie ein bisschen warten, wenn ich noch am Essen bin oder wenn ich gerade eine andere Person bei mir habe. Dann müssen Sie vielleicht ein paar Minuten warten. Genau. Aber wichtig ist das Bild, weil...
Wie soll ich Ihnen einen neuen Perso beantragen, wenn Sie kein Bild haben für mich? Es ist wie Germany's Next Topmodel. Ohne Bild ist Ende im Gelände. Funktioniert das da so? Ich habe keine Ahnung, ich gucke das nicht. Okay. Sie sind ja immer noch hier. Bitte, Sie sollen gehen. Ich dachte, das war offensichtlich. Ja, ab, Foto machen, dann wiederkommen. Tschüssikowski hier. So, dann jetzt aber. Essen wir was, ja? Alles klar, let's go.